Oppenheimer, geschrieben und inszeniert von Christopher Nolan und mit Cillian Murphy in der Hauptrolle, ist einer der historisch korrektesten Blockbuster, die je gedreht wurden. Und doch musste der Film einige außergewöhnliche Details beschönigen und auslassen. Hier seht ihr, wie nah der Film an der Wirklichkeit ist. Die vielleicht bemerkenswerteste Figur in Oppenheimer, die nicht Oppenheimer heißt, ist Louis Strauss, gespielt von Robert Downey Jr. Bei seiner Begegnung mit Strauss bemerkt Oppenheimer, dass er nachvollziehen kann, dass Strauss aus eigener Kraft erfolgreich geworden ist, da sein Vater es auch war. Die beiden unterhalten sich kurz über Antisemitismus. Ansonsten geht der Film nicht allzu sehr auf Oppenheimers Kindheit ein. Roberts Vater Julius war ein deutscher Jude, der 1888 nach New York City flüchtete. Er fing wirklich mit nichts an und machte aus einem Job in einer Textilfabrik ein lukratives Geschäftsimperium. Die Familie war nicht religiös, denn Julius und seine Frau Ella schicken ihre Kinder auf eine fortschrittliche Schule namens Ethical Culture School. In dem Film behauptet Oppenheimer, dass das J in seinem Namen für nichts steht. In der Biografie, auf der der Film basiert, American Prometheus, wird erklärt, dass es für jüdische Väter nicht üblich war, ihre Söhne nach sich selbst zu benennen. Doch fügte Julius in letzter Sekunde seinen eigenen Namen in die Geburtsurkunde seines Sohnes ein. Robert Oppenheimers Reichtum hob ihn gesellschaftlich von anderen jüdischen Amerikanern ab, auch wenn ihm Geld und seine jüdische Herkunft im Allgemeinen gleichgültig waren. Als er aufwuchs, war er ein seltsames Kind, das von seinen Mitschülern gemobbt wurde. Er schwänzte die Schule, war besessen von Steinen und Mineralien und wurde einmal in einem Ferienlager heftig schikaniert. In seinen Teenagerjahren zeigte er bereits Anzeichen von Genialität und Instabilität. Das ist eine ganze Menge für einen Mann zu verkraften. It took me a minute to actually comprehend, and then I realized, oh, that's a huge responsibility. Während seines Studiums an der Cambridge University vergiftet Oppenheimer den Apfel seines Professors, nachdem er gezwungen ist, den Beginn einer Vorlesung zu verpassen und seine schlampige Laborarbeit aufzuräumen. Der echte Oppenheimer war bei seinen Experimenten bekanntermaßen ungeschickt, weshalb er schließlich in der theoretischen Physik arbeitete. Die Vergiftung war auch keine kreative Erfindung, denn Oppenheimer injizierte tatsächlich Chemikalien in den Apfel seines Dozenten Patrick Blackett und löste damit einen größeren Skandal aus, als im Film gezeigt wird. Im Film wacht Oppenheimer am nächsten Morgen panisch auf und eilt zurück ins Klassenzimmer, wo er sein Idol Niels Bohr findet, der gerade in den Apfel beißen will. Um eine Katastrophe zu verhindern, behauptet er, er habe ein Wurmloch entdeckt und wirft den Apfel in den Müll. In Wirklichkeit hatte Oppenheimer mit einer ernsteren Geisteskrankheit zu kämpfen. Seine fragwürdige Realitätswahrnehmung führte zu einer Diagnose von Dementia praecox, einem inzwischen veralterten Begriff für Schizophrenie. In der wahren Version des fehlgeleiteten Racheplans hat Blackett den Apfel nie gegessen. Oppenheimer wurde weder verhaftet noch verwiesen, was zum Teil auf widersprüchliche Berichte und den Einfluss seines Vaters zurückzuführen ist. Die Belastung wurde als Schrei nach Hilfe angesehen und es gelang ihm, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Das Publikum, das einen Film über den Zweiten Weltkrieg erwartet hat, mag überrascht gewesen sein, dass viel von Oppenheimer stattdessen von der Politik hinter verschlossenen Türen handelt. Das gilt insbesondere für die zermürbende Anhörung, in denen Oppenheimers Sicherheitsfreigabe und seine Loyalität gegenüber Amerika in Frage gestellt werden. Der Film bleibt letztendlich im Unklaren darüber, ob sein Protagonist jemals offiziell Mitglied der Kommunistischen Partei war oder nicht, und deutet stattdessen an, dass er höchstwahrscheinlich ein linker Franklin Roosevelt-Anhänger war, der mit Kommunisten in Verbindung stand. In American Prometheus wird Oppenheimer mit der Behauptung zitiert, er sei so unpolitisch gewesen, dass er vom Börsenkrach von 1929 nichts wusste, bis Ernst Lawrence ihm 6 Monate später davon erzählte. Und er wählte zum ersten Mal 1936. Sein Interesse und seine Unterstützung für linke Anliegen begannen um 1934 und dauerten ungefähr bis zu dem Zeitpunkt, als er in die Kriegsanstrengungen einbezogen wurde. Oppenheimer bestand darauf, dass er nie der Kommunistischen Partei beigetreten war, obwohl er schriftlich zugab, ich war Mitglied in so ziemlich jeder kommunistischen Frontorganisation an der Westküste. Darüber hinaus waren mehrere Familienmitglieder, Freunde und Bekannte von Oppenheimer zu bestimmten Zeitpunkten ihres Lebens aktive Kommunisten. It feels to me like every single character is significant because they're all historical figures of consequence. Im Film sagt Oppenheimer, dass sich nur ein Narr oder ein Kind anmaßen würde zu wissen, was in einer Beziehung vor sich geht. Er spricht über seine Frau Kitty, gespielt von Emily Blunt. Aber der Satz trifft noch mehr auf seine Romanze mit Jean Tedlock zu, die von Florence Pugh dargestellt wird. Tedlock studierte gerade Kinderpsychologie, als sie und Oppenheimer sich kennenlernten und sich über ihre inneren Dämonen und linken Ideologien einig wurden. Der Film erzählte von ihrer intensiven, aber relativ kurzen Beziehung und einem letzten Rendezvous, auf das ein Selbstmord durch Ertränken in einer Badewanne folgte. Die Wahrheit ist viel komplizierter. Im Film ärgert sie sich über Oppenheimers Angewohnheit, Geschenke zu machen. Aber im wirklichen Leben bereute sie am Ende ihre ständige Ablehnung von Blumen und Heiratsanträgen. Es wurde auch spekuliert, dass sie eine Affäre mit ihrer kommunistischen Freundin Mary Ellen Washburn hatte. Jean Tatlock was blunt, knew what she wants, but
At no point is she ever punished for that. In American Prometheus wird behauptet, dass es sich bei Tedlocks Selbstmord möglicherweise gar nicht um einen Selbstmord handelte. Als ihr Vater ihre Leiche entdeckte, verbrannte er ihre Briefe, bevor er die Polizei rief. Es wird vermutet, dass ein Regierungsbeamter sie töten ließ, weil er befürchtete, dass Oppenheimer Staatsgeheimnisse preisgab, die sie an die Russen hätte weitergeben können. Die beeindruckende Geschichte von Kitty Oppenheimer wird in dem Film kaum erwähnt. Sie wird als unglückliche Mutter und eifersüchtige Ehefrau mit einem mittelschweren Alkoholproblem dargestellt. Aber die echte Kitty war eine extremere Version derjenigen, die wir auf dem Bildschirm sehen. Als einziges Kind einer deutschen Oberschichtfamilie behauptete Kitty fälschlicherweise, sie sei eine Prinzessin. Sie schrieb sich auch häufig an Hochschulen ein, belegte aber keine Kurse. Sie ließ sich von ihrem ersten Mann scheiden, nachdem sie erfahren hatte, dass er schwul und drogenabhängig war. Ihr zweiter Mann fiel im Krieg und dann wurde sie mit Oppenheimers Baby schwanger, während sie mit ihrem dritten verheiratet war. Verheiratete Frauen zu treffen und seine Frau zu betrügen, war für Oppenheimer nichts Ungewöhnliches. Er versuchte, seine Sekretärin in Los Alamos zu verführen. Und aus Briefen ist ersichtlich, dass er eine langfristige Beziehung mit Ruth Tolman, der Frau seines Freundes Richard Tolman, hatte. Laut American Prometheus war Kitty mit den Liebhabern ihres Mannes und seinem Ruhm unzufrieden. Als Alkoholikerin, die in mehrere Autounfälle verwickelt war und sich bei Stürzen Knochenbrüche zuzog, bevorzugte sie auf Partys den Alkohol gegenüber dem Essen und schlief häufig mit brennenden Zigaretten ein. Möglicherweise litt sie auch an einer postpartalen Depression. She had this defiance against the system that felt so modern. Der genaueste Teil von Oppenheimer ist wahrscheinlich der Abschnitt, der in Los Alamos spielt und von 1942 bis 1945 reicht. Leslie Groves, gespielt von Matt Damon, rekrutiert Oppenheimer als Leiter des geheimen Armeewaffenlabors. Der echte Groves und Oppenheimer hatten ihre Meinungsverschiedenheiten, aber sie respektierten sich gegenseitig und arbeiteten gut zusammen. Groves wollte, dass die Wissenschaftler Soldaten wurden und Uniformen trugen, aber er räumte ein, dass sie sich einmal pro Woche treffen könnten, um im Interesse des Fortschritts Ideen auszutauschen. Außerdem beschloss Isidor Isaac Rabi, tatsächlich sich beraten zu lassen, anstatt nach Westen zu ziehen, während Edward Teller die Wasserstoffbombe tatsächlich favorisierte. Auch die technischen Daten sind mehr oder weniger historisch korrekt. Zur Beschleunigung der Teilchen wurde ein Zyklotron verwendet und die Theoretiker befürchteten tatsächlich, dass sie die Atmosphäre entzünden könnten. Die Uran- und Plutoniumkerne waren etwa so groß wie die mit Murmeln gefüllten Fischgläser. Die Bombe wurde als das Gerät bezeichnet, um das Bewusstsein für ihren Zweck zu minimieren und die Besatzung war erleichtert, als sie von Niels Bohr erfuhr, dass die Deutschen trotz des Vorsprungs, den Werner Heisenberg ihnen verschafft hatte, einen Fehler begangen. Aber der Film schildert nicht, wie die USA in Erwägung zogen, Heisenberg ermorden zu lassen und die deutschen Lebensmittelvorräte zu vergiften. Und im Film flüstert Oppenheimer sein berühmtes Zitat aus der Bhagavad Gita, obwohl er es vielleicht erst am Tag des Geschehens gedacht hat. Now I am become death, the destroyer of worlds. In einer Schlüsselszene erzählt Professor Hakon Chevalier, gespielt von Jefferson Hall, Oppenheimer, dass sich die akademische Gemeinschaft darüber beschwert hat, dass die Amerikaner sich weigern, Informationen mit ihren Verbündeten, einschließlich Russland, zu teilen. Er erwähnt, dass ein anderer Physiker namens George Eltonton zu verstehen gab, dass er solche Informationen weiterleiten könne, falls jemand seine Geheimnisse preisgeben wolle. Oppenheimer sagt, das wäre Verrat. Chevalier wechselt das Thema. Im wirklichen Leben meldete Oppenheimer Eltonton zwar, aber erst einige Zeit nach Chevaliers Besuch. Stattdessen dachte er sich eine falsche Geschichte aus, um seinen Freund zu beschützen. Gegenüber Leslie Groves gab er schließlich die Wahrheit zu, aber die erfundene Geschichte wurde ihm zum Verhängnis, da sie seinen Charakter bei seinen Anhörungen zur Sicherheitsüberprüfung untergrub. Am Ende wurde Chevaliers Name trotzdem veröffentlicht und er kam auf die schwarze Liste. Danach zog er nach Frankreich, um als Übersetzer zu arbeiten. Er behauptete, er habe Oppenheimer lediglich auf Eltontons Plan aufmerksam gemacht und nicht um nukleare Informationen gebeten. Während der Film auf seinen Höhepunkt zusteuert, nehmen Oppenheimer und der von Josh Hartnett gespielte Ernest Lawrence an einer Sitzung des Verteidigungsministeriums teil, bei der besprochen wird, ob und wo die Atombomben abgeworfen werden sollen. Vor dieser Sitzung hatten einige der Wissenschaftler in Los Alamos begonnen, über die Ethik der Waffen zu diskutieren. Oppenheimer versicherte ihnen, dass das öffentliche Bewusstsein erschreckend genug sein könnte, um alle Kriege zu beenden. Hinter verschlossenen Türen wird darüber nachgedacht, ob eine Demonstration ausreichen könnte oder ob die Zivilbevölkerung im Voraus gewarnt werden sollte. Das Militär verwirft diese Idee jedoch, da sie die Mission und die Sicherheit der Piloten gefährden würden. Die Gruppe wählt 2 von 11 möglichen Zielen aus, wobei Kyoto nicht in Frage kommt, weil Kriegsminister Henry Stimson dort seine Flitterwochen verbracht hat. Diese Details sind alle wahr. Oppenheimer hatte viel weniger Macht, nachdem die Atombombe erfunden worden war und die wissenschaftliche Gemeinschaft begonnen hatte, ihre Notwendigkeit in Frage zu stellen. Deutschland hatte bereits kapituliert und Hitler hatte sich umgebracht. Japan würde wahrscheinlich in den kommenden Monaten kapitulieren, wenn es seinen Kaiser behalten dürfe, obwohl eine bedingungslose Kapitulation vorzuziehen sei. Oppenheimer verteidigte die Entscheidung, die Bombe abzuwerfen, sein Leben lang,
obwohl der Präsident Harry Truman sagte, dass er das Gefühl hatte, Blut an seinen Händen zu haben, wie er es im Film tut. Wenn es einen Bösewicht in Oppenheimer gibt, dann ist es Louis Strauss. Er wird als rachsüchtiger Mann dargestellt, der es auf Oppenheimer abgesehen hat, weil er ihn während der Debatte über den Export von Isotopen in eine peinliche Lage brachte und der Entwicklung von Wasserstoffbomben im Wege stand. He was a righteous guy. I think he was a great public servant, but he's always behind the scenes. I've always appreciated the people who are backstage. Im wirklichen Leben war die Feindseligkeit noch größer. Oppenheimer und Strauss waren sich so ähnlich, wie sie sich unterschieden. Sie waren beide Söhne deutsch-jüdischer Geschäftsleute mit Migrationshintergrund. Aber die Rezession traf die Familie von Strauss härter. Beide waren klug und ehrgeizig und wollten Physik studieren. Aber Strauss konnte sich die Fortsetzung seiner Bildung nicht leisten. Oppenheimer war liberal, während Strauss konservativ war. Und Oppenheimer war säkular, während Strauss religiös war. Strauss sorgte für den Niedergang von Oppenheimers Ruf, aber er brachte sich damit auch selbst in den Abgrund. Drei Stimmen, darunter die von Senator John F. Kennedy, gaben den Ausschlag, dass er nicht zum Handelsminister ernannt wurde. Oppenheimer endet mit einer fiktiven Szene, in der es um Albert Einstein geht, von dem Louis Strauss lange glaubte, Oppenheimer haben sich gegen ihn gewandt. Ein Berater des Senats, gespielt von Alden Ehrenreich, sagt ihm, dass sie vielleicht etwas Wichtigeres besprochen haben. Als wir dieses Gespräch schließlich sehen, spricht Einstein über Auszeichnungen, während Oppenheimer seine Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass er mit dem Aufkommen der Kernkraft eine unaufhaltsame Kettenreaktion ausgelöst hat. Einstein und Oppenheimer kannten sich tatsächlich und Oppenheimer erhielt tatsächlich eine Medaille. Es war der Enrico Fermi-Preis für seine Beiträge zur Physik und es wurde allgemein als eine Entschuldigung für seine Behandlung während der McCarthy-Ära gesehen. Später im Leben sprach sich Oppenheimer weiterhin gegen die Gefahr eines Atomkrieges und für die internationale Zusammenarbeit aus. Aber er war nie mehr derselbe nach der Demütigung, die er erlitt, als seine Loyalität infrage gestellt und seine Zulassung widerrufen wurde. Er und Kitty lebten eine Zeit lang auf den Jungferninseln, wo er seine Liebe zum Segeln wiederentdeckte. Oppenheimer, der sein Leben lang rauchte, starb 1967 im Alter von 62 Jahren an Kehlkopfkrebs.